Im folgenden Vortrag stellen wir Tiere vor, die bereits verstorben sind. Sie werden auf Bildern zu sehen sein. Wem das zu viel sein sollte, muss nicht bleiben. So, in the following lecture concept, we will show pictures of dead animals. And if you can see that, you don't have to stay. Yeah. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen zu unserem PowerPoint-Vortrag zu unserem Projekt Musik für tote Tiere. Wir sind Henry Wild, aka Antonia Bär, auch bekannt als Professor Pfeifi. Und Neo Hülker, aka Professor Papi. In unserem Projekt spielen wir Konzerte für tote Tiere, in denen humanoides Publikum nicht anwesend ist, sondern nur wir beiden Performer sowie das jeweilige Tier. Die Idee für Musik für tote Tiere entstand im Sommer 2017 in Südfrankreich, Masderaux, wo Neo und ich eine tote, mumifizierte Eule, genauer ein Käuzchen, im Schuppen fanden. Wir nannten sie Pierre. Sie war wunderschön. Wir fragten uns, welche Klänge Pierre wohl gemocht haben könnte in ihrem Leben. Eulen haben Hörschlitze auf beiden Seiten des Kopfes. Die sind asymmetrisch angeordnet. Das heißt, sie befinden sich nicht genau auf gleicher Höhe am Kopf. Und Eulen sind somit in der Lage zu hören, aus welcher Richtung der Schall kommt, weil er eben in dem einen Hörschlitz früher ankommt als in dem anderen. Mit diesem neuen Wissen entschlossen wir uns, ein Konzert für Pierre zu spielen. Hier ist der Anfang dieses auf Video aufgenommenen Konzerts. Musik für tote Tiere.
Am 26. Juni 2018, Tag der Fête de la Musique und Sommersonnenwende, haben wir ein Konzert für Ambrosia gespielt in meiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Ambrosia war ein Käfer, wir hielten sie für einen Totenkäfer. Sie hat wie Pierre in Südfrankreich, Masdevaux, gelebt. Ihr Geburtsdatum ist uns unbekannt. Sie ist postmortuum zu uns gekommen im Juli 2017. Ich fand sie zwischen Laub und faulem Holz. Wir wissen, dass Ambrosia ein nachtaktiver Käfer war und sich tagsüber in dunklen Ritzen verbarg. Sie lebte im Haus und Garten von Masdevaux. Es ist uns wenig bekannt über die Hörarten dieses Käfers. Wir haben angenommen, dass sie tiefe Basstöne und Vibrationen mit Freude gehört hat. Da wir vermuteten, dass sie durch ein Tympanalorgan an der unteren Bauchdecke hörte, indem sie womöglich Schwingungen über den Erdboden empfing. Wir haben demnach spekuliert, dass ihre Lieblingsmusik vielleicht so ähnlich geklungen haben mag, wie sich für uns Menschen Berghainmusik anhört. Unter Berghainmusik verstehen wir Frickeltechno, Minimaltechno, Avantgarde-Techno und andere beatbasierte Musikunterarten mit dominierenden Bassfrequenzen. Wir zeigen nun einen Videoausschnitt aus dem Konzert für diesen toten Käfer. Allerdings hielten wir unsere Unwissenheit nicht länger aus. Nach einigen erfolglosen Recherchen im Internet über die Hörarten der Käfer schrieb Henry Wild seinem Käferonkel Dr. Martin Bär, geboren 1942, der dieses populäre Buch geschrieben hat. Er schrieb zurück. Liebe Töten, schön von dir zu hören.
Aber deine Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Schon welcher Käfer das ist, weiß ich nicht recht. Käfer haben keine Tympanalorgane. Sie hören also nicht in unserem Sinne. Aber sie fühlen Bodenerschütterungen, die auch durch laute, sehr tiefe Töne erzeugt werden können. Und sie haben Tastbar, die auch auf Luftströmungen reagieren. Die können auch durch die von lauten und tiefen Tönen verursachten Wellen entstehen. Das wäre also, was du Bergheim-Syndrom nennst. Ich hatte zwar mal einen Kollegen, der meinte, seine Pflanzen würden auf klassische Musik positiv reagieren, und er meinte damit vor allem Bach. Aber ob Käfer Bach lieber hören würden als Techno, das entzieht sich meiner Kenntnis. An einem heißen Tag, Ende August 2017, haben wir im Betonnest im Odertal Brandenburg zwei verstorbene Schlangen am Wegesrand im Sand vorgefunden. Wir nannten sie Bertha und Elsa. Sie waren fein und gebrechlich. Schlangen haben zwar keine Ohrmuscheln, dafür haben sie andere Organe, mit denen sie Geräusche wahrnehmen können, in Form von Wellen. In etwa so, als würde bei einem Anruf das Handy in der Hosentasche vibrieren. Die Töne der Flöten von SchlangenbeschwörerInnen hören sie keineswegs. Sie empfangen vom Boden übertragene Vibrationen über ihre Unterkieferknochen, die mit zwei innere Ohren verbunden sind. Schlangen hören also binaural. Die Musik, die wir für Bertha und Elsa komponieren und interpretieren werden, wird ein Kanon für zwei verstärkte Schwingböden, die unter ihren Körpern gespielt werden. Hierbei werden wir unter anderem das Instrumentarium der improvisierten Musik zitieren. Wir führen nun eine kurze Demonstration der Anordnung und der Instrumente vor, spielen jedoch nicht das Konzert.
nun kommen wir zum Tier, für das wir zuletzt ein Konzert gegeben haben. Wieso hast du Archie bekommen? Von wem und was ist die Geschichte? Ich habe Archie geerbt. Ich habe vor 12 Jahren eine Wohnung gekauft. Und das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern konnte, war Archie in der Wohnung. Und jetzt sind die Besitzer von Archie gestorben. Und Archie ist bei mir geblieben. Ah, und wer hat dir Archie dann gegeben oder gesagt, dass du ihn jetzt haben kannst? Wie lief das? Die Tochter von denen, die in der Wohnung gewohnt haben. Also die kennt Archie. Und wann ist Archie gestorben, weißt du das? Nee, das habe ich vergessen. Also es gibt Archie 2. Ah, ist der auch ausgestorben? Deswegen Archie 1. Noch nicht, nein. Also wird er wahrscheinlich auch nicht, nein. Aber also Archie 2 lebt noch. Und wird auch nicht ausgestopft, glaube ich. Weil die Tochter fand das furchtbar. Ja. Und wusste halt nicht, wohin mit diesem Hund. Ja. Aber sie wollte ihn nicht wegschmeißen. Also konnte ihn nicht wegschmeißen. Nein. Genau. Ja. Und jetzt. Also, sie war sehr froh, dass ich Archie nehme. Verstehe. Ich glaube, der wird so vor 10 bis 15 Jahren gestorben. Also, ja, irgendwie so. Weil der saß, glaube ich, halt schon in der Wohnung, als ich das erste Mal reingegangen bin. Okay, verstehe. Wo saß der da in der Wohnung? Der saß hinter der Tür, hinter der Wohnzimmertür, mit dem Blick Richtung Fenster. Ja, es wäre irgendwie interessant zu erfahren, was Archie so für Charaktereigenschaften hatte. Ah, ja. Wieso der eigentlich genau ausgestopft wurde. Vielleicht war das irgendwie auf irgendwelchen Gründen für die BesitzerInnen irgendwie ein ganz besonderer Hund oder so. Also, ja, oder vielleicht auch, was er besonders für Geräusche gemacht hat. Ja, verstehe. Ich glaube, der Vater wollte ihn ausstopfen. Die Mutter und die Tochter wollten das nicht. Ah. Aber was für Geräusche er mochte, weiß ich nicht. Ja. Wir zeigen jetzt einen Videoausschnitt aus diesem Konzert für Archie. Wir haben es am 27. Juni 2018 bei mir, Professor Papi, in meiner Wohnung in Berlin-Neukölln gegeben. Ja, Schnüffelchen, ja, Wurzelchen, ja, Ei, oh ja,
mon petit chéri. Mais oui, je t'adore. So schlau bist du, ein ganz kleines, süßer, ja, bist ein süßer und so schlau. Ja, ja, mein kleiner Ei, du kleiner Schwein, ja, ganz klein, ja, ganz, ganz klein, ja, Ei, da sitzt du, ne, ja, sitzt du, ja, ja, bist du, Ei, ja, weitere Konzerte für tote Tiere werden folgen. Vielen Dank.